Ich weiß nicht, was wir hier sollen. Ehrlich gesagt. Kurz gehustet. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Sind wir rausgekommen? Da geht es nicht lang. Geht's auch nicht lang? Hä? Aber es muss ja irgendwie so gehen. Komm her. Komm hier nicht durch, ne? Natürlich ziemlich simpel. Wir brauchen bloß einzeln, ne? Ja, ja, ja. B ist nicht mehr tauchen, ja, weiß. Das Bild? Ne, X. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Guck nur mal hier. Ja, ja, warte mal kurz, bis die Blubberbläschen vorbei sind. Ah, ja, ja. Okay. Dasselbe bestimmt nochmal auf der anderen Seite. Jetzt ist gerade vorbei. Sehr schön. Das ging ja recht flott. So, hier müssen wir auf die Strömung achten. Um nicht in den Strom zu geraten. Nach unten. Hier müssen wir einfach durch. So. Ist hier auch eine Strömung? Das sind zumindest Gitter oben. Ah, die Steuerung, ne? Ja. Verdammt. Jetzt war es schnell genug. Einen noch. So, jetzt aus, waren wir ganz unten. Hier ist nichts weiter, also hier lang. Können wir die jetzt fressen? Ja, kommt her. Ihr blöden Mistviecher, kommt alle her. Alle, ich fress euch einfach auf. Ja. Na, na, komm. Du wirst dich doch nicht wehren wollen. Mal die ansaugen. Jetzt nehmen wir hier da oben. Nehmen wir kriegen nehmen und einsammeln hier mal. So, gibt es hier noch irgendwas? Nö. Aber wirklich sehr viele Labyrinth-Level hier. Also jetzt nicht so mein. Ja. Ich hab falsche Taste gedrückt, ich weiß. Hier mal wieder was zum Fressen. Hier irgendwas? Prima, das ist ein neues Tonium freigeschaltet. Jo, danke schön. Hallo. Hör doch hier die ganze Zeit, was das ist. Hier ist nichts. Kann nur nicht durchgucken. Oben vielleicht was? Nö. Na gut. Ist jetzt aus, wird es noch nach unten gehen? Wir kommen erstmal bloß nach oben. Ich sieht das jetzt so doof aus. Hä? Rollwagen am Boden. Rettet mich. Ey, ihr wollt einen was Bernardino, der lange die Luft anhalten kann. Okay. Wie ist das denn passiert?
ein Unterwassermüllsammler, wie ich weiß, dass dieser Beruf gefährlich ist, aber die fallenden Knochenhaufen haben sogar mich überrascht. Jetzt bin ich erledigt. Keine Sorge, wir haben dich im Nu wieder aus diesem Knochen befreit. Oh, was macht er denn? Er macht nur Scheiße. Aber ja, so, wir besorgen uns erstmal was zu essen, würde ich sagen. Yummy, 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 yummy. Ich hasse euch. Weil ich so lange nicht wusste, wie ich euch besiegen kann. Hey, Kollege, hallo. Yum. Irgendwelche Knöpfe, das sieht aus, als könnte man hier noch hinlaufen. Das wäre so geplant gewesen, dass man hier rumläuft. Ohne ein Fisch zu sein. Ich spüre meine Räder nicht mehr. Ihr müsst euch beeilen. Augen fallen zu. Nicht leichter als das? Ah, viel besser. Hier. Diesen Papiermüll habe ich vorher gefunden. Ein bisschen schmutzig, aber der Müll des einen heroischen Rollwagens ist der Schatz eines anderen Abenteurers. Das sagt man doch. Naja. Cool, genau auf das hatten wir gehofft. Ja, müsste doch sein, oder? Danke nochmal für den Peachy. Kommst du mit an Land? Die Knochen, sie haben meinen Geist wie meine Räder gebrochen. So werde ich hier wohl den Rest meiner Tage verbringen. Außer ihr beide möchtet mich vielleicht hier auch austragen. Also ich muss ja jetzt mal ehrlich sagen, eigentlich nicht. Sorry, wir sprechen keinen Rollwagen. Gehen wir, Yoga, komm schon irgendwie alleine raus. Geht ohne mich, ich behindere euch nur. Erzählt allen von meinem legendären Müllsammelnden Rollwagen, den ihr zurücklassen musstet. Okay. Ja, steht sowieso gleich wieder draußen. Ja, falscher Knopf, ich weiß. So, dankeschön. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind wieder hier. Hätte ich einfach da reinschwimmen können? Ich kann ja nicht reinschwimmen, weil da kommt Luft raus. Aha. Weiner. Das war es ja eigentlich schon, was wir machen können, weil aus dem Wasser her kommen wir nicht raus. Sind noch Knochenhaufen, die man kaputt machen kann, aber das bringt mir jetzt so nicht viel. Kann er hier raus? Aber da kommen wir ja nicht aus dem Wasser. Oder? Sumpfstation? Hallo? Grüß Sie. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin schwer verwirrt. Na gut. Kann ich hier endlich wieder in den richtigen Tasten schwimmen? Ja. Hallo? Wo wollten wir denn hin? Ah, der wieder draußen. Mal gucken, ob er jetzt was anderes erzählt. Wir haben den Peachy noch gar nicht genommen. What? Peachy vergessen. Nö, 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 nö.
Nein. Ah, die Suppe ist immer noch dreckig. Ah, okay. Ich dachte, jetzt ist alles sauber und ich könnte hier noch unter Wasser gucken. Na gut. Hey, Rolli. Danke nochmal für die Hilfe, Leute. Schwimmt doch eine Runde in diesem herrlichen gefilterten Wasser. Okay, er erinnert sich also nicht mehr daran, dass wir ihn gerade gerettet haben. Hui. So, das Prinzip. Da hinten geht's zu Rex. Zack. Zack. Und zack. Tschüssi. Da hinten geht's auch noch weiter. Aber ich will erstmal zu Rextro. Rextro, der ist immer lieb zu uns. Der freut sich immer, wenn einer besuchen kommt. Also so viel zum Thema, ich will zu Rextro. Aber das sieht aus, als würde ich hier hochgehen. Also muss ich hier hochklettern. Hat man mich gebracht. Ja, auf der Mauer geht's hoch weiter. Nicht anders. Ja, komme ich da lieber hoch, oder? Da unten im Weg? Was höre ich denn hier? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich soll nicht hier sein. Ich weiß nicht wieso. Aber so ein bisschen. Ich habe die Hoffnung, ich finde hier irgendwas. Wenn es nur ein schlechtes eigenes Level ist. Das ist egal. Noch heimlich gehustet. Jetzt sind wir hier. Kann ich auf die Pflanze drauf? Nein, die kann ich nicht. Oh, Baumstamm, 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 Baumstamm. Okay, das wollten wir eh nochmal machen. Habe ich gehört. Dass ich das ganz oft gewünscht wurde. In den letzten 3 Minuten. Deswegen machen wir das nochmal. Und es gibt keinen anderen Grund, dass wir das nochmal machen. Nein. Tschüssi. Bin ich mal da liegen? Nein. Wir haben wir da? Ach, haben wir genug. So, dann probieren wir nochmal zur Dexter zu kommen. Ach, da hinten steht er doch schon. An seinem Automaten. Nein. Blöden Augen, ne? Das muss jetzt sein. Hallo? Na gut. Bist du? Bitte. Das ist Schmetterling. Danke. Danke, danke. Hinten ist schon wieder Eingang. Nee, erstmal zur Extra. Erstmal zur Extra. Danke. So. Meins, meins, meins. Diese Mucke. Da kommt ein Level hoch. Hey Rexo, mein Freund. Hallo, ich bin Rexo, habe unglaubliche Spielautomaten für euch.
Hier, Rexo, wir sind Yoka und Nele, du erinnerst dich? Wenn ihr mir Spiel mitzubringen, könnt ihr neuestes Arcade-Spiel ausprobieren. Diese alten Spielfiguren haben kein sehr gutes Gedächtnis, oder, Yoka? Zumindest ist er noch nicht abgestürzt. Scheinbar haben Freunde keine Spielmünze. Ich nehme nur Spielmünzen. Ja, wissen wir doch. Doch noch, wir gehen eine besorgen. Okay, wo könntet ihr denn hier sein? Wo könnte denn hier so eine blöde Spielmünze versteckt sein? Ja, in der Regel wirklich nicht weit weg. Hier irgendwo bei die Fliegenpilze? In der Welt 2 muss man die Welt erweitern, um Rexo überhaupt zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Welt erweitern müssen, um die Münze zu finden. Kommen wir da an den Baum irgendwie ran? Hier ist noch sauberes Wasser hier. Und da hinten ist der DNA-Tor. Immer hier hoch. Man sieht jetzt nie aus, ob man hierher soll. Aber man kann. Okay, Rexo. Wo hast du deine blöde Spielmünze versteckt? Aber hier ist nichts. Also wenn, dann müssen wir weiter vor. Na gut. Oder mal. Nein. Man sollte vielleicht auf den Bildschirm gucken. Aber kein Problem. Bissi. Hey, Kumpel, seid ihr wieder da? Bissi. Seid wieder weg. Meins. Und? So, Rexo, wo versteckst du deine blöde Spielmünze jetzt? Ich glaube, ich hab. Ah, ne, war bloß nicht. Verdammt! Ich hab das auf Anhieb gesehen. Komm hier, Rexo. Das sieht übrigens aus wie Rennen. Wie Rennen oder wie Kartos? Wie. Ja, da ist er doch. Da ist er doch schon. Der liebe Kartos. Und bevor wir zu Kartos gehen, würde ich erstmal nach Rexos. Was war denn das? Achso, statt hier wäre so ein Ding zum Festhalten. Wie gesagt, bevor wir zu Kartos gehen, würde ich noch kurz nach der Münze suchen. Sonst vergesse ich das wieder. Ach, Kollege! Eine Münze im Gebüsch? Ne, kein ähnliches Gebüsch. Was geht? Gibt keine Münze. Ah, Pilze. Scheiße. Okay, gehen wir zu Kartos. Ah, gibt's auf jeden Fall erstmal einen Peachy. Jawohl. Blubbert hier die ganze Zeit. So. Aber bevor wir mit Carlos reden, machen wir eine ganz, ganz winzige Aufnahmepause. Pink und so Blödsinn. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Ja, bin ich auch schon wieder. Und wie würde ich sagen, machen wir dann weiter mit Carlos. Sieh an. Die modernen Helden wollen wieder eines von Carlos alten Modellen.
Damit man dann Lorenabenteuern erleben. Für alle, die sich so wundern, weil ich so müde ist. Es ist nachts um 1 und ich bin seit um 8 wach. Aber ich will unbedingt noch ein bisschen. Ich bin jetzt, hör auf, ihr zwei, sag mal. Sicher, dass die nicht zu antiquiert für euch neumodische Helden sind? Ha! Er hat recht. Die sind zu antiquiert. Gehen wir, Yuka. Nein, wartet doch. Nur Spaß. War doch nur Spaß, Freunde. Bitte fahrt mit mir. Es ist sehr einsam hier draußen. Na gut. Ja. Leila, mach doch nur Witze, Vatos. Fahren wir eine Runde. Manometer, wenn ihr den PG wollt, müsst ihr diesmal 125 Edelsteine sammeln. Auf geht's. Soll ich euch die Steuerung erklären, Leute? Nein. Das ist nicht euer erstes Rodeo. Springt einfach rein und ab geht die Post. Stimmt. Ich wundere mich gerade, warum der uns jedes Mal die Steuerung erklärt. Aber es ist ja im Endeffekt möglich, dass man hier das erste Mal ist, ne? Ach komm, ich bin auch gesprungen. Verdammt. Das ist 21, ne? Nun gibt es hier mehrere Wege. Mann. Oder was? 30 Stück. Hey, jetzt immer wieder denselben Weg. Soll ich mal den noch mitnehmen? So, ach guck mal, jetzt geht's auch weiter, wir hätten uns. Ah, verdammt, wir haben nicht mal einen gesammelt. Aber den haben wir. Und den haben wir auch. Den haben wir auch. Und nur um. Wir müssen da, glaube ich, im Turbo durch. Oh, das waren echt wenig. Shit, ey. Mann. Ja, ihr habt nicht genug Edelmann reingeholt. Wollt ihr normal versuchen? Ja, kleiner Mal. Manometer, auf geht's. Okay, wir fahren auf jeden Fall erst wieder die Runde, die uns im Kreis hört. Ah, der wird aber viel schneller, wenn wir. Ah, ich muss aufhören, da drüber zu springen. Ich muss mal einen Boost probieren. So, wo führt uns das lang? Hm, der war ein Goldner. Hä? Jetzt waren wir hier. Nein, jetzt haben wir die Runde da oben nicht genommen. Verdammt! Ich kann hier, wenn wir es überhaupt schaffen können jetzt. 125 mal danach, ne? 50 Hammer. Na, ah, verdammt, hätten wir von oben kommen müssen, glaube ich. Verlieren immer so viele. Scheiße, ey. Okay, ich versuche mal oben lang zu kommen. 69. Ach, wieder welche verloren. Reicht nicht. Bin ich gleich schon da. Ah, hätten Turbo gebraucht. Shit.
Alle unten. Da ist einer. Einmal wenn wir oben lang fahren, drehen wir uns wieder im Kreis. Nein! Wieso? Ich wollte nicht auf die neue. Mann. Ah, scheiße. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey. So, jetzt nach oben. Einmal drüber springen. Hä? Oh, der fällt. Oh, verdammt, das kann ja keiner wissen. Was war das denn, Leute? Wir haben nicht einmal bis zum Schluss geschafft. Was meint ihr? Probieren wir es nochmal? Ja, bitteschön. Alter, da wollen wir jetzt. Und da kommen noch zwei, ne? Ja, die müssen mir nicht runtergefallen. Kriegen das hin hier. Da oben lang kommt man glaube auch, ne? Wir sind schon bei 36. What? Das kommt mir fallen runter. Nein, wieso denn? Wieso macht der denn dann so einen scheiß Boost? Oh, fuck. Mann. Ja, ja, komm. Ja, die blöde Münze noch so, ne? Oh, kann ja nicht wahr sein, ey. Das wird ganz schön schwer hier. Ich habe noch nicht mal realisiert, wie viel es eigentlich gibt dafür, dass wir einen goldenen einsammeln. Aber ich wäre besser. Ich wäre auf jeden Fall besser hier. Wow, schon 54. Easy. Mach ja keinen Boost voran. So, bin gar nicht sicher. War oben jetzt der richtige Weg oder ging das auch im Kreis? Aber ich glaube, oben ging auch im Kreis. Verdammt, bin ich aufgepasst. Jawohl, jetzt müssen wir praktisch nach unten. Ah, verdammt. Ja! Oh, jetzt sollten wir es schaffen. Guck mal, wir haben schon 92. Wir dürfen nur nicht aus der Strecke fliegen. Bin ich aufgepasst. Oben hat uns im Kreis geführt, also erstmal oben lang. Dann, ah ja, ja, nicht rausfliegen. Was, wo geht denn das überall lang? Oder sind wir jetzt gar nicht im Kreis? Bin mir gerade gar nicht sicher. Aber wir haben auf jeden Fall unsere Diamanten schon zusammen. Ach, wow. Ich dachte gerade, ich flieg raus. Ja, komm schon. So, jetzt probieren wir mal unten. Ne, ne, die Mitte müssen wir probieren. Die Mitte ist Ende. Egal. Oh, 146. Gut. Dabei bleibt's. Alter. Juhu, klasse Partner. Yep. Ich würde sagen, easy. Manometer, das war definitiv eine meiner 5 besten Fahrten. In diesem Jahrzehnt, Alter, ich muss immer gehen, sobald ich irgendwas vorlese. Ist echt schlimm.
Bin immer noch müde jetzt. Ich glaube, wir werden nicht mehr so lange machen, wie ich eigentlich aufnehmen wollte. Natürlich war dieser extravagante Szenario völlig unnötig. Ich will gar nicht wissen, wie viel Speicher die darauf verbraten haben. Ja, was für eine Vergeudung. Wir müssen dann mal, Carter, haben eine Menge zu tun. Schaut mal wieder vorbei. Ist immer schön, mal mit jemandem zu reden. Kommt ja nie jemand zu Besuch. Ist egal, wie Pitchy, 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 Pitchy. So. Wir haben keine Münze. Wir haben immer noch keine Münze gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich erstmal in das Rohr hier vorne. Nachdem wir den Blödsinn nur endlich geschafft haben. Hey Leute! Alter, hast du jetzt nicht gemacht. Das hast du jetzt nicht gemacht. Boom. Meins. So, na dann ab ins Rohr.